Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich meine Reihe der Beauty-Sammlung weiterführen und zeige dir meine Parfümsammlung. Dieses Video wird nicht ganz so lang werden wie die anderen, weil meine Parfümsammlung ist in dieser Box also wirklich überschaubar. Normalerweise steht die bei mir im Badezimmer und da habe ich quasi eine Reihe, wo es steht. Also von daher, ja. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, die ist nicht groß, also sie ist klein, aber oho. Also ich habe meiner Meinung nach da wirklich richtig schöne Düfte mit drin und ja, dann starten wir einfach mal mit meinem Lieblingsduft. Den brauche ich aktuell auf, sage ich mal. Also das ist der, den ich auch hauptsächlich benutze. Das ist von Lancôme La Vie est Belle. Der ist so, so schön, den habe ich mir vor... Puh, wann habe ich mir den gegönnt? Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren? Da habe ich mir den wirklich einfach, ich glaube wirklich vor 2 Jahren habe ich mir den gekauft, als ich meinen neuen Job angefangen habe und habe ihn mir gegönnt als kleines Geschenk an mich zum Jobneuanfang. Der riecht unheimlich schön. Der ist schön blumig, der ist so edel. Der hält bei mir jetzt nicht so ewig. Also wenn ich den jeden Tag verwende und zum Beispiel jeden Tag auch den gleichen Schal umhabe, dann ist er schon intensiver, dass er auch länger hält. Aber ansonsten hält er vielleicht 4 Stunden oder so. Der hält wirklich nicht lange bei mir. Ich sprühe mir meine Düfte einmal hier auf den Hals, dann in meinen Bommel, also in meine Haare und hier auch auf meine Hände. Ja, wie heißt das denn hier auf meine Arme? Und ja, also den hier finde ich unfassbar toll. Hatte eigentlich gesagt, ich möchte nur einen einzigen Duft haben und das ist der. Und danach habe ich mir irgendwie die alle gekauft. Fragt mich nicht warum. Naja, auf jeden Fall finde ich ihn richtig toll. Ich würde ihn mir aber erst nicht nachkaufen, weil ich möchte versuchen, alle Düfte, die ich habe, aufzubrauchen, weil ich weiß, dass Düfte auch schnell kippen können. Deswegen, ja. Das hier ist aber ein ganz, ganz toller Duft, den ich unheimlich gerne mag und ich finde, der passt auch sehr gut zu mir. Bei Düften habe ich oft das Problem, dass ich Kopfschmerzen davon kriege, aber der ist einfach großartig. Hier habe ich noch 2 Düfte von The Beauty To Go, das ist eine YouTuberin, eine ganz tolle YouTuberin und die habe ich auch tatsächlich schon mal in Tauschpaketen und so weiter drin gehabt. Das sind keine Düfte, die jetzt Ewigkeiten halten. Ich halte euch die mal in die Kamera. Das ist einmal Golden Notes und einmal Blooming Notes. Die sind... ja, da, aber halt nicht so ultra unfassbar die ganze Zeit umwirbeln dich und sind präsent und der ganze Raum duftet nach dir. Das sind halt relativ günstige Düfte, die halt einfach schön sind und pragmatisch, sage ich mal. Ne? Cool finde ich, dass du das quasi hochdrehst, ne? Und dann kannst du draufdrücken und dann sprüht es. Das Golden Notes riecht ein bisschen schwerer. Das ist eher was für den Abend oder für den Winter. Das ist ein bisschen ja, schwerer halt. Ja, ja. Riecht aber gut. Ein bisschen süßlich. Ja, und ein bisschen schwerer. Ich mag sehr gerne. Und das Blooming Notes ist wirklich was für den Frühling, für den Sommer. Ein ganz leichter Duft, sehr blumig und wirklich sehr sanft. Ja, riecht aber unheimlich toll. Also mochte ich richtig gerne und mag ich auch nach wie vor noch gerne. Aber es ist jetzt nicht die Zeit für diesen Duft. Deswegen wartet er noch ein paar Monate und dann darf er wieder in Verwendung kommen. Dann habe ich auch noch einen anderen Frühlingsduft. Das ist von Betty Barclay, der Pure Pastel Mint Ton. Auch das wirklich eher Sommer, ja, ich würde wirklich Sommer sagen und nicht mal für den Frühling. Denn der riecht sehr, ja, wie soll man das beschreiben, sehr blumig, aber halt auch sehr frisch, ne? Dementsprechend ist das wirklich ein sehr sommerlicher, schöner Duft, den man dann gut tragen kann und wo ich dann jetzt nicht unbedingt das Lancôme La Vie Belle tragen würde, sondern den hier. Den kannst du auch immer gut in deine Handtasche mitnehmen, das mache ich im Sommer auch und dann nachsprühen, weil auch der hält jetzt nicht Ewigkeiten bei mir. Ja, auch einer für eher den Sommerbereich, den hatte ich mal in der Box mit drin, in der Pinkbox war das, von S. Oliver Black Label Woman. Das ist ein sehr, sehr sportlicher Duft. Ich bin ja nicht so der sportliche Typ, muss ich gestehen. Deswegen schreibe ich mir jetzt weniger sportliche Düfte zu, aber er war halt mit dabei. Der riecht sehr frisch. Ne? Frische Düfte und ich nicht die besten Freunde. Wenn es aber so Richtung Sommer, Frühling geht, kann ich den definitiv gut tragen. Auch das kannst du super in der Handtasche mit reinmachen. Und ja, ne? Ist halt so eine kleinere Flasche gewesen. Ich guck mal, 10 Milliliter genau, also ne?
Aber naja, also für den Sommer finde ich den ganz schön. Auch auf der Arbeit kann ich ihn gut tragen, weil er nicht so aufdringlich ist. Also dementsprechend, ne? Gute Sache. Ein Duft, der sehr edel, aber trotzdem sehr sanft, zurückhaltend ist, den ich gerne trage, wenn man so essen geht oder wenn man ausgeht. Ne? Nicht, wenn man jetzt Party macht oder so, sondern wenn man einen Erwachsenen. Ausgehen hat. Ein Date zum Beispiel mit meinem Freund oder so, trage ich gerne von Bulgari den Duft Goldea The Roman Night. Den finde ich sehr, sehr schön. Ein sehr teurer Duft war das. Auch den habe ich mir einmal gegönnt. Ich glaube, den habe ich tatsächlich sogar vor dem Lavie Bell gehabt. Weiß ich gerade nicht, aber naja, also der ist halt bis hierhin leer. Ich benutze ihn aber nur zu besonderen Anlässen, weil er halt, oh, der quietscht, weil er halt echt nicht günstig war. Und ja, ein sehr sanfter Duft. Ein bisschen schwerer, aber halt nicht so schwer aufdringlich schwer. Ich und Düfte beschreiben. Oh mein Gott, und ich mache ein Parfümsammlungsvideo. Es wurde sich gewünscht, deswegen. Das ist wirklich ein Duft, der jetzt nicht unbedingt im Teenageralter sich angeschafft werden sollte, sondern wirklich, wenn man erwachsen ist und einfach einen edlen Duft auftragen möchte und ja, edel riechen möchte. Der hat auch was Blumiges, aber nicht so süß blumig, ne, sondern halt sehr erwachsen blumig. So, ein Duft, der aber richtig süß ist, ist von Paco Rabanne das Pure XS. Das ist der hier, den habe ich noch nicht allzu oft getragen. Das ist so ein Duft, wo ich sage, okay, das ist ein Mädelsduftabend. Mädelsabendduft, weil der sehr süß ist. Also der ist richtig süß. Ich glaube, der soll sogar irgendwie in irgendeiner Note so Zuckerwatte mit drin haben, was ich ja unheimlich toll finde. Der ist richtig, 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 richtig süß, aber auch richtig toll, ne? Der hält bei mir tatsächlich richtig lange. Also der hält dann auch den ganzen Abend und ich mag ihn sehr gerne und werde dann auch danach gefragt, oh, was hast du denn drauf? Das riecht ja richtig gut. Ja, mein Paco Rabanne XS. Ich mag es gerne. Pure XS, genau. Ja, ein schöner Duft. Das hier ist eher der Herbstduft. Der heißt ja auch Fall Back to Nature. Das ist das Eau de Toilette von Essence. Das habe ich mir auch geholt und hier steht drauf Love in der Mitte. Richtig, richtig hübsch. Auch dieser Duft hält nicht ewig, aber es ist halt wirklich ein schöner Duft, der anfänglich schwer ist. Also wirklich was so zwischen Sommer und Winter, also wirklich für den Herbst. Er riecht ein bisschen blumig. Aber auch wieder ein bisschen schwerer, aber auch wieder dezent schwer. Also ich hätte den jetzt ähnlich im Vergleich zu dem hier. Na, nee, der riecht ein bisschen. Nee, bei dem riechst du, dass es definitiv günstiger ist. Definitiv, das riechst du ja. Also vergleichen kannst du die da nicht wirklich. Okay, aber das ist ein Duft, den ich, ja, ich liebe ihn jetzt nicht so ultramäßig doll, ne? Aber ich trage ihn dann auch wohl mal. Aber wie du siehst, da ist jetzt nicht so ultra viel von raus. Der Herbst ist auch nicht so lange, weil dann gehst du auch schnell im Winter über und hast dann die wirklich schweren Düfte oder die süßlicheren Düfte. Naja, so, was habe ich noch? Hier habe ich aus dem Flaconi-Adventskalender, war das, glaube ich, von Jill Sander Sun, Eau de Toilette. Und das ist ja der Duft, der mich immer wieder an meine Mama erinnert und den ich wirklich gerne mag. Das ist ein wirklich frischer, süßer Duft. Oh. Sehr süß. Aber anders süß. Orangig süß. Wie eine süße Orange riecht das quasi. Und halt auch ein bisschen wie Sonnencreme. Also, ich mag den Duft richtig gerne, weil ich halt auch was damit verbinde. Ja. Und deswegen trage ich ihn auch sehr gerne. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich den eher weniger so in den Zeiten tragen kann, wo man so, ja, wie sage ich das jetzt am uneklichsten? Also, wenn ich diesen Duft drauf habe und schwitze, verstärkt das den Schweißgeruch enorm. Das heißt, ich kann den jetzt nicht unbedingt tragen, wenn ich ein Oberteil, so ein Synthetikoberteil oder sowas anhabe, wo ich weiß, okay, da könnte es ein bisschen müffeln. Nee, dann lasse ich den lieber weg. Den kannst du aber ansonsten super im Winter tragen. Im Sommer auch so leicht drüber, ne, dass man da halt nicht so viel von drauf macht, weil er ja diesen leichten Sonnencreme-Touch hat. Aber ich mag ihn wirklich gerne. Das schnuppert mal dran, wenn ihr den irgendwie irgendwo seht. Das ist auch kein teurer Duft, der ist toll. Auch ein Duft, den ich euch empfehlen kann, den ich jetzt aber gratis gekauft habe, der ist noch gar nicht so lange bei mir. Das ist von Larive oder Larive, der Duft Cash.
Die stellen ja Parfümzwillinge her und die kannst du dir im Rossmann und im DM kaufen. Oder im Müller, glaube ich, auch. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein Dupe oder ein Parfümzwilling zu dem Paco Rabanne Lady Million. Und ja, ich hatte in dem Geschäft, in dem DM, tatsächlich beide Düfte dort auch stehen und habe geschnuppert. Ja, ist auch so, ne? Und du hast hierfür, ich glaube, 6 Euro, also für 5,95 oder so, richtig viel Produkt drin. Das sind 90 Milliliter. Das ist der Wahnsinn. Und der hält zwar nicht ewig lange, aber er hält ein bisschen, ne? So einen halben Tag. Aber das ist, ne, das tut das Lavie Belle auch. Und das kostet ein Zehnfaches, ne? Der Geruch ist sehr, sehr angenehm. Das hat was leicht Schweres, aber auch so eine leicht süße Unternote. Aber jetzt nicht süß im Sinne von zuckrig süß, sondern sanft. Ach, ich mag es richtig gerne. Es riecht edel und ist spottbillig gewesen. Also von daher, da will man sich echt nicht beschweren. Richtig cooles Produkt. Und von Larif gibt es auch noch Parfümzwillingen zu so vielen anderen Parfüms. Also wenn ihr das mal googelt, dann findet ihr so eine Liste, wo es drin steht. Und dann schaut ihr, welche gerade im Laden stehen. Und dann habt ihr dann zum Beispiel auch vom La Vie Belle ein Parfümzwilling und so. Also der helle Wahnsinn. Ich finde es richtig toll. Und da sprühe ich auch gerne mal nach, wenn es so ein günstiges Parfüm war, ne? Ein recht teures Parfüm ist hier von Yves Saint Laurent, das Black Opium. Das ist auch so ein Weggeh-Parfüm, weil es halt etwas schwerer riecht und etwas edler ist. Etwas ist gut, es ist sehr edel und sehr schwer. Ja, das ist somit das schwerste Parfüm, was ich in meiner Sammlung habe. Und ich finde es aber unfassbar toll. Ich muss bei dem immer aufpassen, dass ich da keine Kopfschmerzen von kriege. Deswegen wird dezent verwendet. Ich habe mir das jetzt auch gerade erst in der Weihnachtszeit oder so Dezember, Januar erst geholt. Also dementsprechend noch nicht so unbedingt viel verwendet. Ist aber definitiv was so für die Festtage, für die kalten Tage. Das ist ein sehr angenehmes, leckeres, gutes Parfüm. Aber ich bin manchmal echt zu geizig, das dann zu verwenden, ne? Aber ich weiß, dass ich es verwenden muss. Und ich liebe den Duft. Ich finde den richtig toll. Oh, so, die letzten drei Parfüms, die ich hier in meiner Box drin habe, sind Parfüms aus dem Douglas Adventskalender. Da habe ich zum einen Tomo Her von Anna Jahrke oder Anne Jahrke. So sieht das aus. Das ist. Na. Das ist so ein Ballpen, also so ein zum Aufrollen. Habe ich auch noch nicht so viel verwendet. Riecht ein bisschen säuerlich, also ist auch nicht so ganz mein Duft, muss ich gestehen. Schwer säuerlich, ne? Also das ist dann wahrscheinlich etwas, was ich versuchen werde im Sommer zu verwenden. Ja, und praktisch ist es halt bei diesen Roller-Viechern, ne, dass du kein Produkt verschwendest, sondern du trägst es direkt auf die Haut auf und da bleibt es auch. Du sprühst es nicht irgendwie in der Gegend rum, sondern auf dich aufrollen. So. Dann habe ich hier von Mercedes-Benz Woman Eau de Parfum und das mag ich richtig gerne. Ist ein schweres Parfüm, aber ein schönes Parfüm, was so einen leichten, süßen Touch noch dabei hat. Also fruchtig, schwer und leicht süßer Unterton. Das finde ich richtig toll. Also das trage ich auch sehr gerne. Man sieht jetzt nicht unbedingt, dass ich das viel getragen habe, aber ich habe es ja auch noch nicht so lange, ne? Und ich habe ja noch ein paar andere, die ich ja alle gleichzeitig verwende. Ja, aber ich finde es richtig schön und ich kann es euch einfach mal empfehlen, dran zu riechen. Ist kein günstiges Parfüm. Also ich wusste nicht, dass Mercedes-Benz was herstellt, bis meine Ma sagte, ja, mein Freund hat oder mein Mann hat auch eins von Mercedes-Benz und der liebt das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hat was. So ein Parfüm von Mercedes-Benz, das finde ich witzig. Aber gut, Puma und Co. stellen ja auch Parfüms her, also von daher, ne? Das ist ja auch nicht deren Hauptaugenmerk. Aber trotzdem, ein sehr, 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 sehr tolles Parfüm. Und das letzte, was ich hier in meiner Sammlung und in meiner Kiste habe, ist von Abercrombie & Fitch, das First Instinct. Auch das war in dem Douglas Adventskalender mit drin. Und das ist eins zum Sprühen. Okay, das riecht jetzt gerade voll alkoholisch. Aber es muss wahrscheinlich erstmal wubbeln. So riecht das gut. So riecht das wirklich gut. Oh. Ja, riecht blumig, frisch. Und das riecht gut. Ja, ihr Lieben, das war tatsächlich schon meine Parfümsammlung. Mehr habe ich nicht. Ich werde jetzt versuchen, einfach aufzubrauchen und dass nichts kippt, weil das fände ich schade.
Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu meiner Beauty-Sammlung. Hier unten meinen letzten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!